Ja, hallo alle zusammen zu meinem nächsten Video. Heute steht ein absoluter Kracher an. Zweite Runde im Rheinland-Pokal. Die SG Saartal aus der Bezirksliga empfängt den Regionalligisten, den SV Eintracht Trier. Ja, ich bin gespannt, was das hier heute für ein Spiel werden wird. Ja, das Wetter ist, wir haben jetzt knapp anderthalb Stunden vor Anpfiff, sehr, sehr bescheiden. Ich hoffe, es wird noch ein bisschen besser, weil der Platz ist auch schon sumpfig. Aber ja, ihr werdet jetzt sehen, was hier heute zustande gebracht wurde. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Sportwetten können süchtig machen. Infos unter lotto-rlp.de.
Ja, hier bei mir der Trainer der SG Saartal. Am Ende steht eine 5:2 Niederlage gegen den Regionalligisten Eintracht Trier. Wie fällt jetzt das erste Fazit heute aus? Also ich bin total zufrieden, was die Jungs heute abgeliefert haben. Hinten raus haben ein bisschen die Körner gefehlt, dann dumme Gegentore durch Standards. Aber sonst hat die Mannschaft sich an alles gehalten, was wir besprochen haben und auch nach vorne einige Nadelstiche setzen können. Ja, hier jetzt bei mir der Cheftrainer von Eintracht Trier, Josef Sinar. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Wie fällt jetzt das Fazit heute aus? Ja, vielen Dank. Für uns war wichtig, weiterzukommen. Das war unser Hauptziel, das haben wir auch geschafft. Wir haben es zu lange offen gestaltet, vom Ergebnis her. Ich glaube, am Ende absolut verdient. Haben den Gegner nicht viele Chancen geboten, aber haben zwei Tore kassiert, was mir überhaupt nicht schmeckt. Auf der anderen Seite hatten wir viele gute Spielzüge und haben eigentlich noch zu wenig Tore geschossen. Ja, liebe Leute, das war es jetzt hier aus Irsch. Ihr seht, ich bin absolut durchnässt. Es war ein schönes Erlebnis, schönes Spiel für die Jungs aus dem Saartal. Ich vermute mal, dass hier waren knapp 1200 Zuschauer. Sie haben sich gut geschlagen, konnten schön zwei Tore schießen, aber am Ende, ihr habt es gerade auch schon vom Trierer Trainer gehört, dem schließe ich mich an, war das hier ein unterm Strich absolut verdienter Sieg für die Eintracht. Und ich hoffe natürlich, am Ende hat euch das Video gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir auf meinen Kanälen folgt. Und dann sehen wir uns schon im nächsten Video am kommenden Wochenende. Da erfahrt ihr dann morgen auf meinem Instagram-Account, wo es dann hingeht. Also bis dahin, ich wünsche euch was. Ciao, ciao.